Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Pokémon Mond Let's Plays. Heute zurück mit Folge Nummer 42 und in der letzten Episode haben wir gegen Thamantha gekämpft, die eine Pforte zu den Ultrabestien geschaffen hat, beziehungsweise mehrere auf ganz Alola. Und jetzt ist unsere Mission, so wie es aussieht, das legendäre Pokémon um Hilfe zu beten, um in diese andere Dimension, in denen Bromley und Samantha verschwunden sind, ja, hinzukommen, reinzukommen, sie zu unterstützen, was auch immer. Und bevor wir jetzt weitergehen, gebe ich euch ein kurzes Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir zurzeit stehen. Ich habe dabei auf Level 50 den guten Slippery mit den Attacken Schallwelle, Schaumserenade, Siedewasser und Mondgeweih. Trägt zurzeit den Aquium Z, also unseren powervollen Z-Move, den wir leider ersetzen mussten, beziehungsweise den wir jetzt benutzen anstatt dem Primerenium Z, da dieser Copyright Strikes auf YouTube bekommt. Dann haben wir dabei auf 6 und, auf 47, Entschuldigung, Shusoe mit Laubklinge, Solarklinge, Lockduft und Synthese trägt die Wundersaat, um die Pflanzenattacken zu boosten. Dann haben wir dabei auf 44 Shinto mit Nitroladung, Kopfnuss, Knochenmehrang und Trugschlag, trägt die Flinkklaue, da er nicht der schnellste ist. Wir haben dabei Frankie auf 47 mit Hyperzahnknirscher, Ruckzuckhieb, Risikotackle, trägt den Seidenschal, um die Normalattacken zu boosten. Und wir haben dabei die gute Liz auf 49 mit Steinhagel, Tarnsteinen, Knirscher und Steinkante, trägt das Münzamulett für ein bisschen extra Money, Pokéball-Money, Klamotten-Money, unsere Shopping-Queen halt. So, dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Mal nach draußen gehen und mit Lilly sprechen, würde ich fast behaupten. Halli, hallo, Hallöle, wo ist Lilly? Haben wir hier irgendwo jemanden? Ja, nein, vielleicht. Ah, hier draußen triggert sich ein Event. Holy shit. Die Sachen habe ich in Malia City gekauft. Was meinst du? Stehen sie mir? Und wie? Wirklich, Gim? Vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten und Mutter. Ich wäre gerne so wie du, Gim. Ich wäre gerne stark genug, mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Mit nur noch eine fehlende Pose. Okay, wie du das sagst. Hier steckt ihr also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Das ist eine Sonnenflöte. Ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Anscheinend muss man sie im Schrein der Sonne spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Sieht ganz so aus, als hätte Mutter vorgehabt, selbst das legendäre Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen. Hier, nimm das. What the fuck? Du hältst das alte Meisterball einfach so von Gladion? Okay. Oder von Gladio, Entschuldigung. Mit diesem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Ich vertraue darauf, dass du Lilly unterstützt. Das ist also das Mindeste, was ich tun kann. Und was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Ätherparadies wieder für Ordnung sorgen. Eigentlich wollte ich ja so weit weg von hier wie möglich, gemeinsam mit meinem Null. Aber jetzt hänge ich wohl erst einmal hier fest. Komm schon, wir sorgen für ein Happy End. Gimp! Da. Wow, Lilly! Du siehst total anders aus. Bist du das wirklich? Ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Prima, das passt ja total. Wie meinst du das? Ja, weil ich auch beschlossen habe, ab sofort alles zu geben, um noch härter zu trainieren. Ich meine, ständig greifen mir Gimp und ihr Team unter die Arme. Das geht nicht. Ich muss es schaffen, meine Pokémon auch ohne Unterstützung zu helfen.
So werde ich nie Inselkönig und zaubere niemanden ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe ja noch nicht einmal Lolas Prüfung bestanden. Ich habe noch so viel aufzuholen. Also, mir zauberst du ein Lächeln aufs Gesicht mit deiner Dummheit, Tali. Das ist einfach nur ein Wunder. Es tut mir wirklich leid, dass ihr in unsere Familienangelegenheiten hineingezogen wurdet. Da sagst du was. Aber sowas erlebt man nicht alle Tage. Solange ihr in der Nähe seid, ist immer was los. Wenn das alles vorbei ist, haben wir eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Wer weiß, vielleicht erwarten mich ja noch andere, größere Abenteuer, wenn ich härter trainiere. Naja, unsere Mutter hat eben ein Faible für das Extravagante. Tali, ich bin froh, dass du hergekommen bist. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte bei der Anlegestelle auf euch. Holy shit, ich will die ganze Zeit die ganz normale Mädelsstimme machen, die ich beim Let's Playen benutze. Also dann, Gimp. Nehmen wir uns zusammen und zeigen allen, was wir können. Ich krieg Lilis Stimme einfach nicht hin. Ich hab den nötigen Klang dafür nicht in der Stimme. Die anderen warten sicher schon auf uns. Auf zur Anlegestelle, Dann wollen wir mal. Komm, Tali, auf geht's. Wo geht's auch gleich lang? Mit dem Aufzug nach unten, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Da, Anlegestelle. Schupp. Hallo, jemand zu Hause? Bin ich denn hier? Bin ich hier richtig? Das Ding zeigt mir, dass der Punkt, zu dem ich soll, in der Mitte ist. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Muss ich hier irgendwo hinlaufen, irgendwas machen? Bin ich hier überhaupt richtig? Hallo? Ah, hier muss ich hin, alles klar. Aber was ich noch sagen wollte, ich mag Lilis neues Outfit. Beide Outfits gefallen mir sehr gut und dass sie jetzt ein bisschen selbstsicherer wirkt, ist vielleicht auch ganz interessant. Vielleicht passt die neue Stimme ja zu ihr. Hallo. Bereit? Aber sicher doch. Alles klar. Gimp. Gehen wir, Gimp. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja, also ich glaube, sie hat jetzt einen neuen, selbstsicheren Touch in der Stimme. Kann nicht schaden. Pony. Pony Island, let's go. Neues Ziel gefunden. Oh shit, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Dorf des Seevolkes. Tja, das ist Pony. Auf der Insel lebt so gut wie niemand. Dafür ist die Natur hier. Aber umso üppiger. Ihr besucht am besten mal den Inselkönig. Eine der Aufgaben des Inselkönigs ist es, das Podium zu bewahren, wo dem legendären Pokémon gehuldigt wird. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er ja was. Danke, Gladio. Das hilft uns weiter. Aber eins lag mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen. Ich muss es jetzt einfach loswerden. Als du damals zusammen mit Null das Ätherparadies verlassen hast, bin ich ganz allein mit Mutter und ihrem Problem zurückgeblieben. Wenn mir Pia damals nicht zur Seite gestanden hätte. Es tut mir sehr leid, dass ich dich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach an nichts anderes denken, als Null zu beschützen. Aber du bist wirklich sehr daran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg euch beiden. Du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen, Gimp. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber ich freue mich schon richtig drauf. Okay, Lilly. Let's go.
Bzzzt, da wären wir, Pony. Ich lege dir gleich mal einen neuen Insel-Pokédex an. Bzzzt. Du bist sicher gespannt, was für neue Pokémon dich hier erwarten, Gimp. Aber sowas von. Bzzzt. Ist das etwa das Dorf des Seevolkes? Wir sollten uns ein wenig umsehen. Bzzzt. Bzzzt, bzzzt, bzzzt. Let's go. Da vorne scheint irgendwie direkt schon die Action abzugehen. Corazon und Fleckmon. Oh, wer redet denn da? Sieh an, wen haben wir denn da? Willkommen. Hallo. Huch. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich? Na, ich bin das Oberhaupt des Seevolkes, jawohl. Ich halte die ganzen Haufen irgendwie zusammen. Seevolkes? Aber ja doch, schaut euch einfach mal um. Schiffe, Schiffe, überall Schiffe. Was glaubt ihr, was die sonst hier machen? Wir befahren seit Jahren die Meere der Welt. Immer auf der Suche nach neuen Wundern. Und wenn wir dabei etwas Seltsames finden, bringen wir es einfach hierher, nach Alola, um damit zu handeln. An den Häfen der anderen Inseln mag mittlerweile mehr Betrieb herrschen. Aber irgendwie zieht's mich, oder zieht's uns besser gesagt, immer wieder hierher nach Pony. Aber was bringt euch hierher? Sammelt ihr... Was? Sammelt ihr auch Beeren, so wie wir? Hä? Wir sind hier, weil wir dem Inselkönig einen Besuch abstatten wollen. Dem Inselkönig? Wenn ihr den sucht, stattet ihr am besten... Oh Gott, ich bringe die Stimmen gerade absolut durcheinander an Dialog. Wenn ihr den sucht, stattet ihr am besten dem kleinen Hapu einen Besuch ab. Es gibt nur ein einziges Haus auf der Insel. Wahrscheinlich findet ihr sie dort. Lass mich mal überlegen. Hapus Haus, Ja, direkt davor steht so ein grobschlächtiges Pampros. Das findet ihr so ganz leicht. Na sowas, Papu ist also hier auf Pony? Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Komm, Gimp. Mit etwas Glück können wir Hapu und ihr Pampros wirklich in diesem Haus antreffen. Alles klar, dann machen wir doch mal. Bzzzt. Pony liegt zu unseren Füßen. Zeit, die Insel zu erkunden. Bzzzt. Immer doch. Gucken, ob wir irgendwas looten können. Ah, irgendwie ist diese Insel ziemlich interessant. Mir gefällt das hier ziemlich gut. Oh, was haben wir hier? Das Häuser alles? Das sind tatsächlich alles Häuser. Philipp, eher weniger. Lucky Punch. Chanaira-Item, okay. Das Pokémon Raichu sieht hier in Alola etwas anders aus als gewöhnlich. Hast du das schon gewusst? Klar, weiß ich. Dann tu halt wenigstens so, als fändest du die Info aus Höflichkeit, wie dem auch sei. Aber wenn du einmal Raichu aus dieser Region zeigst, dann kriegst du was Tolles von mir. Alles klar, tut mir leid, dass ich was wusste. Olle. Pokémon zu angeln ist nicht leicht. Ich werfe die Angel aus, doch sie ignorieren den Köder. Wahrlich ein Geduldsspiel. Okay, da liegt noch ein TM, wie ich gerade sehe. Okay, es beißt nichts an. Ich wollte einfach nur mal einen Try wagen. TM 91, Lichtkanone. Alles klärchen und tschüss. So, dann wollen wir mal hier rausspazieren. Uns weiter umsehen. Ich finde eigentlich immer ganz interessant, die ganzen neuen Städte zu erkunden, weil es überall meistens ein paar Items zum Abkassieren gibt. Deswegen spricht man ja auch immer mit jeder Menschen Seele, die man sieht. Wenn es irgendwas Interessantes gibt, dann weiß man auch Bescheid. Deswegen überfliegt man die Texte auch ganz kurz. Und geht dann weiter. So, dann noch das Haus hier drüben, bevor wir weitergehen.
Hey, cool. Das Boot gefällt mir. Das ist eine Nebenquest hier gerade. Das ist so viel. Magmaisierer, das ist das Item, womit man Magbrand bekommt. Stromisierer und das ist für Voltec. Cool. Ich danke dafür. Was hast du noch zu sagen? Aerodactyl erhalten, einfach so. Sie fragt mich einfach, ob ich ein Aerodactyl will und ob ich es behalten möchte. What? Na klar, da nehme ich ein Aerodactyl. Was ist das für eine Frage? Registriert. Na, let's go. Zu Urzeiten war es ein Herrscher der Lüfte. Es wird allgemein angenommen, dass es infolge eines Kometenabsturzes ausstarb. Aha, infolge eines Kometenabsturzes. Also, dann wollen wir dem Aerodactyl mal einen Spitznamen geben. Das ist weiblich. Gute Frage, nächste Frage. Fliever. Fliever, das Aerodactyl. Das weibliche Aerodactyl. Ich weiß noch nicht, ob ich es im Team benutzen möchte oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Pokémon. Ich bin happy darüber, dass ich es bekommen habe. Und hier die Geschichte. Das war eine übelst lange Geschichte für ein Item. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie sofort triggert. Deswegen habe ich sie nicht gelesen. Aber im Großen und Ganzen sehr interessant gemacht. Und wir haben unsere beiden Items bekommen. Was mich freut. Was mir auch eigentlich reicht in der Sache. Außerdem wäre das lange, lange Zeitverschwendung gewesen, die Sachen durchzulesen. Zygarde-Würfel. Eine Zelle für uns, alles klar. Dinger sammle ich gerade irgendwie nur passiv nebenbei ein. Wenn ich da mal ein paar mehr davon finde, bin ich ganz happy. Da muss ich sie nachher, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, nicht mehr alle suchen. Wobei ich ehrlich gesagt an Zygarde eh nicht so interessiert bin. Ich nehme einfach nur das mit, was ich finde. Was? Soll ich einem Pokémon deinem Team Zenit-Stürmer beibringen? Was ist das denn nochmal gewesen? Ja, nur Rayquaza kannst du. Ich wollte gerade sagen, holy shit. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein super Move von Rayquaza gewesen. Ich will etwas kaufen. Was haben wir denn? Haben wir Geld? Wir haben ein bisschen Geld. Warte, wir haben 10 davon. Na, ich kaufe einfach mal ein paar Bälle. Das kann nicht schaden. So. Potions kann auch nicht schaden. Und ein paar Beleber. Das sind auch nie verkehrt. Dazu noch ein paar Hyperheiler, damit wir alles heilen können, was wir noch haben. Superschutz. Ah, cool, man kann die Zitterorbe jetzt hier schon kaufen. Ich kaufe jetzt einfach nur mal ein paar, damit ich welche habe. So, dann heilen wir einmal kurz unser Pokémon-Team. Ah, wir haben das Aerodactyl ja noch dabei. Vielleicht sollten wir auf das Aerodactyl mal kurz drauf gucken. Mal gucken, welche Stats es hat. Irgendwie ist diese Episode ziemlich lang gezogen mit Erforschen, allem angucken. Oh, es ist schon Level 40 sofort. Fliever. Hätte es eigentlich Flavia nennen sollen oder Flavi oder sowas. Egal, jetzt heißt es nun mal so, wie es ist. Brüller, Agilität, Antikraft und Knirsche. Nein, ich möchte es nicht ändern. Ich möchte die Attacke... Ah. 60 Stärke, 100 Accuracy.
Mit antiker Kraft, die alle Statuswerte erhöhen kann. Interessant. Steinflug. Okay. Ich nehme Fleaver erstmal mit. Im Team. Ich weiß nicht warum. Es ist Level 50. Es kann ein bisschen mitleveln. Das ist ein cooles Pokémon. Ich habe nichts gegen Aerodactyl. Von daher. Draco Meteor ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll ich sie einem der... Kann eins meiner Pokémon Draco Meteor lernen? Nope. Schade. Ich wollte gerade sagen. Die Prüfung auf Pony ist... Ach, das findest du selbst am besten heraus. Ich wurde in das Revier versetzt. Was? In dieses Revier versetzt, aber... es gibt keine Polizeiwache hier, alles klar. Tut mir leid für dich. Bring mir mal eine Limonade, damit können wir unsere Pokebeans abholen und so weiter und so fort. Herzkonfekt, sehr schön. Gluck. Und dann wollen wir mal weitergehen. Eine Sache, die mich interessieren würde, ist, haben wir vielleicht irgendein Item, was wir Dings geben können? Aerodactyl geben können? Was macht das? Unlichtattacken? Mhm. Sekt, Phantom. Primarinium, ja, ja, Metall, Volt, Gestein. Ja, den Gesteins-Set-Move. Wobei, wir haben Liz und Aerodactyl mit Gestein-Attacken. Ich glaube, ich gebe einfach mal den Unlicht an Aerodactyl. Einfach so. Dann haben wir auf dem Pokémon auch einen Burst, falls es sein muss. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Und hier geht's weiter. Let's go. Eine ziemlich interessante Insel. Ich werde versuchen, mit dir Schritt zu halten, Gimp. Ich schaff das schon. Immerhin habe ich ja einen Topschutz dabei. Außerdem bist du ja auch noch hier, Gimp. Du hast einen Topschutz, aber keine Pokémon. Du hast doch nicht mal Cosmog dabei. Bzzzt. Meine Sensoren melden Pokémon. Menschen jenseits der Wildnis von Pony. Bzzzt. Wildnis von Pony. Ich will die ganze Zeit Poti sagen, weil es ein anderes Item in einem anderen Spiel gibt, was so heißt. Aber die Insel heißt Poni, also wollen wir doch mal sehen, was wir machen können. Es folgt eine Öde an die Bären. Räusper. Oh Beere, wenn ich dich nur vom Meere, ich deinem Reiz nicht verwehre, gib mir deinen edlen Saft. What the fuck? Oh Gott, ey. Lassen wir das mit dem Singen. Das kann ich erstens nicht und zum zweiten bei der Text ist auch nicht so atemberaubend, dass es wert gewesen wäre, das zu singen. Holy shit. Oh, ein Haufen Trash. Dann würde ich mal zurückschicken. Dahin, wo du hingehörst. Let's go. Auf den Müllplatz mit dir. Zurück zur Deponie, wo du hingehörst. Boah, ich hasse dieses Pokémon, ne? Das Design von dem gegnerischen Pokémon ist sowas von... Das typische Nintendo. Man muss immer irgendwas absolut Idiotisches in ein Spiel einbauen, damit das Spiel gut ist, oder was? Oh, ich hätte wechseln sollen. Ich hätte wechseln sollen. My bad. Ja, ja. Agrostella. Oh Gott, das hat einen Z-Move. Holy shit. Agrostella hört sich in Z-Kraft. Alles klar. So. What? Ich glaube, wir werden vernichtet. Ich meine, die Attacke heißt schon so, aber ich glaube, wir werden richtig zerrissen. Holy shit. Ah! Es ist halt Gift-Wassertyp und das hat so viel Damage gemacht. Holy shit. Das war eine richtige Respektschelle. Und ich dachte, Agrostella macht nicht so viel Schaden.
Das ist eigentlich so ein richtiges HP, Tanky, Bulky, Defense-Pokémon, was dann stallt mit Giftattacken und so einem ganzen Scheiß. Sein normaler Move macht fast schon so viel Schaden wie sein Z-Move. Wir kriegen nur eine Attacke raus, wenn es jetzt hier uns vergiftet. Wir versuchen es trotzdem mal, Laubklinge drauf. Warte, ist das kein Wassertyp? Ich dachte, das ist ein Wasser-Pokémon. Achso, ja, es ist ja auch Gift-Typ, deswegen sind wir nur neutral und nicht super effektiv oder sehr effektiv. Damn. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Wollen wir mal mit Frankie loslegen? Frankie wird das bestimmt klein kriegen. Hyperzahn. Oh, es ist so tanky. Aber noch ein Hyperzahn richtet es. Sehr schön. Agrostella ist ein interessantes Pokémon. Shinto ist Level 45. Sehr schön. Dann wollen wir nochmal sehen, was wir noch alles looten können. Uepassbeere. Japa-Beere. Und Piapa-Beere. Ich geh's mal hier oben lang. Top-Trank. Da oben geht noch irgendwas ab mit Beeren, etc. Da kommt man nämlich auch von hier aus hin, sehe ich gerade. Oh, ein Konter. Was haben wir denn hier? Granbull-Wilde, alles klar. Gucken, ob wir noch andere interessante Pokémon sind. Vielleicht können wir unser Aerodactyl, unsere Fliva gegen irgendwas Interessantes anderes ersetzen, was wir hier finden. Wer weiß. Gehen wir jetzt erst links lang oder erst rechts lang? Das Gefühl, rechts lang geht's weiter, während links lang erstmal einfach nur eine Menge Strandpart ist, wo man noch ein paar Sachen mitnehmen kann. Vielleicht noch Trainer 2 bekämpfen kann. Elepar, eine fliegende Toilette. Darauf kann ich verzichten, das brauche ich nicht in meinem Team. Und einmal weg. So. Hier liegt tatsächlich noch ein Item. Top-Schutz für mich, sehr schön. Und eine Saiga-Zelle. Let's go. Ich bin so viele von den Dingern passiv nebenbei. Ich glaube, wenn ich da später gezielt... Oh, hier ist nochmal so ein Pokémon, interessant. Hätte man also nochmal encountern können. Was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, ich finde so viele von diesen Saiga-Zellen jetzt schon nebenbei, dass ich später kein großes Problem mehr habe, die restlichen auch noch zu finden. Beziehungsweise mit einem Guide einfach schnell alles ablaufen kann. Ich wollte was nachgucken. Und zwar... Da bin ich in der falschen Kategorie gewesen. Da, Superschutz. Einmal das Wasser absuchen. Vielleicht liegt ja irgendwo unter Wasser noch ein Item. Wir haben ein Pokémon im Wasser, was uns bekämpfen will. Was haben wir denn hier Schönes? Walmer. Gucken, ob du eine Mondgewalt überlebst. Tust du tatsächlich. Sogar perfekt im roten Bereich. Das ist ziemlich nice. Hat einen Damage gemacht. Du brauchst keine Hilfe. Sehr schön. Das ermöglicht es mir nämlich, weil ich dich noch nicht im Pokédex habe, direkt mal einen Superball auf dich drauf zu werfen. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Ich habe nämlich nicht vor, Walmer im
Let's Play zu benutzen. Triebperle. Sehr schön. Finsterstein, auch nicht schlecht. Sehr nice. Du möchtest kämpfen mit uns. Sollen wir uns dann auf den Kampf einlassen? Da-da. Da-da-da-da-da-da. So, du hast ein Cherogel, wie alle von euch. Und du hast das Geister-Pokémon davon. Interessant. Das ist mega nice. Schaumserenade, was soll's. Das outspeedet uns. Habe ich irgendwie nicht anders erwartet, wenn ich ehrlich bin. Können wir Ocone? Nope, können wir nicht. Schade. Diesmal outspeeden wir. War es Speed Tie? Oder hat es uns nur outspeedet wegen dem Special Move? Ah, ich weiß es nicht. Wir sind so knapp vom Level ab. So, dann wollen wir nochmal hier oben looten. Sonderbonbon. Nehme ich gerne an mich. Rospelbeere. Schuckebeere. Und noch eine Schokobeere. Sehr schön, danke dafür. Ihr wusst wie. Auf dem Festival Plaza gibt es eine Bude, bei der du Goldkronkorken und Silberkronkorken erhalten kannst. Sammle sie fleißig und nimm am super Spezialtraining teil. Alles klar. Kann man hier kein Foto machen oder sowas? Wäre recht cooler. Aussichtspunkt. Ist hier oben noch irgendetwas? Hallo? Nope. Oh, hier ist noch ein Trainer. Fight me. Damit wir damit fertig werden. Damit ich hier weitergehen kann, mein Freund. Quinn. Panzeron. Ich gönn Slippery sein Level up und danach können wir mal wieder ein anderes Pokémon trainieren. Dann haben wir nämlich die 51er Marke geknackt. Z-Power, let's go. Super Wassertornado. Einfach nur für dich. Die Animation sieht auch so heftig aus. Ich muss sagen, die Meeressymphonie finde ich einiges cooler vom Style her. Aber der Super Tornado ist halt auch schon ziemlich nice, da kann man sich nicht über beschweren, da haben sie sich auch richtig Mühe mitgegeben. Tohaido, ja, da möchte ich auf jeden Fall mein Pokémon wechseln. Shusui ist besiegt, damn. Ja, da muss Frankie damit wohl klarkommen. Er setzt Tohaido ein, dann wollen wir doch mal sehen. Hyperzahn drauf. Ich werde die Attacke ab. Ah, das haben wir unserer Fähigkeit zu verdanken. Wir machen mehr Damage, aber dafür treffen wir weniger. Ich finde diese Fähigkeit eigentlich ziemlich dumm. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin mit Frankie im Team sowieso nicht so ganz zufrieden. Aber bis jetzt haben wir nichts Besseres und Frankie macht eigentlich einen ganz guten Job. Von daher bleibt er so lange im Team, wie es nötig ist. Rauhaut. Sehr schön. Weg mit dir, Oko. Frankie ist fast Level up. Lissa erreicht Level 50, das ist sehr gut. Und Level 50 ist auch zurzeit das Level, was wir mit all unseren Pokémon anstreben. Ja, ich benutze nochmal so einen Schutz. Dann gehe ich meine Pokémon nochmal heilen. Einmal hier runter, einmal ins Pokécenter. Und einmal full healen, bitte. So, aber ich würde sagen, hier ist ein guter Spot, um die heutige Episode zu beenden. Speichere wie immer unser Spiel, damit wir keine Daten verlieren. Ja, und in der nächsten Episode werden wir dann die rechte Seite der Insel ein bisschen weiter erkunden. Gucken, was wir da noch machen können, ob wir da halt großartig weiterkommen, ohne großen Aufwand dazu bescheren.
Ich hoffe, dass wir storytechnisch relativ zügig jetzt weiterkommen, weil ich echt wissen möchte, wie es weitergeht. Und ja, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst ein Like da, einen Daumen nach oben. Kommentiert unterm Video und alternativ könnt ihr natürlich auch jederzeit zum Kanal abonnieren, damit ihr keinen zukünftigen Content und keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super tollen Tag, Leute. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.